Wir sind angekommen. Auf einem unserer Lieblingscampingplätze in Norwegen. Und dieses Jahr wieder ein super Standplatz mit unverbaubarem Blick aufs Meer. Und tausenden von Seevögeln. Deswegen sind wir hier. Am Ankunftstag geht's gleich nachmittags nochmal aufs Hochland. Auf halber Strecke ein Blick auf unseren Platz. Und statt Seevögel erstmal ein neugieriger Schafbock. Oben auf dem Plateau das für Runde typische Wollgras. Nur rund 150 Einwohner hat die Insel, aber über 150.000 Seevögel. Die erlebt man fast zum Anfassen nah, auf einer Wanderung. Runde ist eine von vielen Inseln des Archipels zur Rojana südwestlich von Ålesund. Sie ist der südlichste echte Vogelfelsen Norwegens. Das reiche Vogelvorkommen zeichnet die Insel besonders aus. Lange Zeit galt Runde als Geheimtipp für Ornithologen und Naturfotografen. Die Aussicht über die Inseln ist phänomenal. Einfach nur genießen. Jede Vogelart hat ihr eigenes Revier auf Runde. Kaldekloven, das Brutgebiet der drei Zehenmöwen, haben aber in den letzten Jahrzehnten abgenommen. Heute Nachmittag geht's zu den Basstölpeln. Hier oben, immerhin 300 Meter über dem Meer, hat man einen Einblick in deren Brutreviere. Neben den Basstölpeln in friedlicher Koexistenz, Trottellummen. Ein bisschen weiche Knie kann man hier oben schon bekommen. Es sieht aber gefährlicher aus, als es ist. Gegen Abend nochmal kurz zu Lundea, zu den Papageientauchern. Morgen, nach der Bootstour um die Insel, können wir uns mehr Zeit nehmen.
und fast schon kitschig. Ein Traum von Sonnenuntergang direkt vor dem Womo. Das war unser erster Nachmittag auf Runde.